In 6 Tagen, um genau zu sein, am 28. November um 10 Uhr morgens eröffnet offiziell Rolantica, der Wasserpark des Europaparks in Rust. Online könnt ihr Tageskarten bereits jetzt ab 38,50 Euro bzw. für Kinder schon ab 35,50 Euro kaufen. Übernachtungen im ebenfalls neuen Hotel des Resorts gleich neben Rolantica, dem Krona Saal, sind online ab 41 Euro pro Nacht und Person buchbar. Für weitere Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten schaut bitte auf der Parkseite vorbei, bevor ihr Rolantica besucht. Nun ist es aber Zeit, uns auch mal damit zu beschäftigen, was uns eigentlich überhaupt in Rolantica erwartet. Immerhin wird dieses Projekt schon seit Jahren vom Europapark geplant und jetzt, in wenigen Tagen, ist es eben soweit, die Eröffnung steht an. Und ich glaube, viele wissen einfach noch gar nicht, was ist denn jetzt da drin. Und genau darum soll es eben in diesem Video jetzt auch gehen. Denn in diesem Video möchte ich euch jetzt alles, was ihr über Rolantica wissen müsst, einmal vorstellen. Erstmal zwei Fakten, die schon etwas länger bekannt sind, bevor wir dann zu den einzelnen Themenbereichen und Attraktionen kommen. Diese zwei Fakten sind einmal, es gibt 17 Rutschen und das war geplant und ist auch so. Fakt 2, die Rutschen kommen vom Hersteller ProSlide. Das gilt zumindest für die meisten. Ob auch die kleineren Rutschen vom gleichen Hersteller sind, konnte ich ehrlich gesagt nicht in Erfahrung bringen. Soweit ich das von der Website von ProSlide herauslesen kann, gibt es diese Typen. Alle Rutschen, die es auch in Rolantica gibt, bietet der Hersteller auch an. Ob alle Rutschen tatsächlich auch von dem sind, kann ich nicht beurteilen, kann aber gut sein. Jetzt aber zum relevanten Teil, und zwar den Themenbereichen und deren Attraktionen. Beginnen wir mit dem ersten Themenbereich auf meiner Liste, dem Skipstrand. Dort gibt es für euch zum einen die Breitrutsche Överstor. Und zum anderen zwei weitere Rutschen, zu denen ich leider keinen Typ gefunden habe. Daher kann ich euch auch nicht sagen, was das für Rutschen sind. Diese heißen jedenfalls Översnap und Översnura. Ihr seht ab und zu ja auch Bilder gerade eingeblendet. Falls etwas Neues rausgekommen ist, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, seht ihr vielleicht auch passende Bilder. Ansonsten guckt mal in die Kommentare, ob irgendjemand anders vielleicht dazu was berichten kann. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, was diese beiden Rutschen denn jetzt für Rutschen sind. Daher gibt es zum Skipstrand auch nichts Besonderes mehr zu sagen. Es gibt natürlich auch hier ein großes Wasserbecken mit verschiedensten Spielmöglichkeiten. Das gilt aber eigentlich für alle Bereiche. Irgendwas zum Klettern, Rumhüpfen gibt es eigentlich überall in Rolantica. Machen wir weiter mit dem Themenbereich Nummer 2. Und das ist Ragnarkur, die Stadt auf Stelzen. Dort gibt es eine ganze Menge Sachen. Wir beginnen mit einer Besonderheit dieses Bereichs, was es halt in keinem anderen der Bereiche gibt. Und zwar den 8 Komfort-Hüders. Ja, keine Ahnung, was genau das sein soll. Beschrieben wird das Ganze als ausgestattete Hütten als privater Rückzugsort für bis zu 4 Personen inklusive, in Anführungszeichen, tollen Extraleistungen und einen tollen Ausblick über den gesamten Wasserpark. Ich denke mal, das sind halt wirklich einfach so Hütten, wenn man sich mal entspannen will, dann kann man die wahrscheinlich im Voraus, muss man die aber mieten. Das habe ich auch gesehen, also man kann die mit dem Ticket dann zusammenkaufen, dann könnt ihr euch da mit bis zu 4 Personen eben hinschillen. Wahrscheinlich extra Leistungen, ihr kriegt was zu trinken oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall könnt ihr das buchen und da dann rumchillen, wenn ihr mal eine Pause vom ganzen Wasser-Action haben wollt. Außerdem gibt es die Skull Bar zur Erfrischung. Jetzt kommen wir zu dem etwas relevanteren Teil meiner Meinung nach, und zwar den Rutschen des Bereichs. Zum einen gibt es hier zwei Thrill-Rutschen, wie der Europapark sie beschreibt, und zwar Duck Drop und Filt Fall. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, aber ich denke schon. Diese sind vom Typ Aqua Rocket und wenn man das hört, fällt vielleicht einigen schon ein, worum es sich dabei handeln könnte. Wenn ihr jetzt die Bilder und Videos seht, ist es natürlich sowieso klar. Das sind halt diese Rutschen mit den Falltürklappen, die es in ganz vielen Wasserparks mittlerweile gibt. Man stellt sich hin, hat dann entweder einen Countdown oder auch nicht, die Arme zusammen und irgendwann geht dann einfach die Klappe unter einem auf und man stürzt in die Rutsche. Finde ich persönlich mega geil, würde ich auf jeden Fall gerne mal machen und ist für mich auch auf jeden Fall eines der Highlights in Rolantica und auf jeden Fall ein Grund, den Park zu besuchen. Außerdem gibt es in dem Bereich noch zwei nebeneinanderliegende Rutschentunnel, und zwar Hugin und Munin. Und die bilden zusammen eine Dwelling Pipeline, die zusammen heißt Odin Ras. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja, es ist eben ein Rutschduell und das soll auch tatsächlich funktionieren. Es können dann eben die Personen sich hinsetzen in die jeweiligen Rutschen und dann wirklich gleichzeitig starten. So wird es zumindest beschrieben. Finde ich eigentlich ganz cool, weil so ein Dueling Coaster ist ja schon ganz geil. Aber da kann man es ja selber ja schwer beeinflussen. Man kann sich ja schlecht zur Seite drücken und dann wird man aus irgendeinem Grund schneller. So funktioniert es eigentlich nicht. Aber bei diesen Rutschen kann man ja durchaus schon die Geschwindigkeit ein bisschen beeinflussen. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, dass es dann auch eine Racing-Rutsche bzw. zwei Racing-Rutschen logischerweise geben wird. Außerdem findet ihr in dem Bereich noch eine Snackbar namens Snackyas.
Weiter geht es mit einem Bereich, der gleichzeitig auch die Attraktion an sich ist, und zwar Filzstrom. Wahrscheinlich übersetzt wilde Strömung, gehe ich jetzt mal von aus. Dabei handelt es sich um einen beheizten Strömungskanal im Außenbereich von Rolantica. Das kennt man aus den verschiedensten Videos, vor allen Dingen in den USA, in den Wasserparks ist es sehr häufig vertreten. Das ist halt dann so ein Strömungskanal eben, wo man sich einfach treiben lassen kann. Und es gibt noch eine Besonderheit, und zwar gibt es tatsächlich nach einer Abzweigung, wo ihr euch entscheiden könnt, ob ihr entweder nach links oder rechts weiter euch treiben lasst, gibt es eben unterschiedliche Neigungen. Das heißt, die Geschwindigkeit kann, je nachdem für welche Abzweigung ihr euch entscheidet, eben doch variieren. Außerdem gibt es direkt daneben auch noch eine Außenfläche mit Liegestühlen zum Entspannen, die natürlich hauptsächlich für den Sommer gedacht ist. Ein weiterer Themenbereich ist das Trolldal, das Land der Trolle. Dieser Bereich ist eher für die Kinder, würde ich mal sagen. Dort gibt es einen großen Wasserspielplatz für Kinder, und groß ist wirklich groß. Also da haben die Kinder auf jeden Fall eine ganze Menge Platz zum Wasserspielen. Natürlich eben auch ein Kinderwasserbecken dabei. Außerdem gibt es dort auch zwei Rutschen, die ebenfalls speziell für die jüngsten Besucher von Rolantica gemacht sind. Und zwar Schabernacker und Tommelplumps. Außerdem befindet sich in dem Bereich auch der Eingang zu, neben den Thrill-Rutschen, auf jeden Fall einer weiteren der Hauptattraktionen, und zwar Snorris Saga. Dabei handelt es sich um einen thematisierten Lazy River. Auch diese sind in Amerika ja sehr weit verbreitet und auch in den Wasserparks in Europa mittlerweile recht häufig vertreten. Und es ist halt eine Mischung aus Lazy River und, ich würde fast schon in die Richtung gehen, Themenfahrt. Es ist natürlich jetzt nicht wie in einem Freizeitpark eine Themenfahrt, aber man hat eben schon eine recht aufwendige Gestaltung. Und es wird eben so ein bisschen die Geschichte von dem Maskottchen von Rolantica, Snorri, erzählt, wie er halt auf so eine Abenteuerreise geht, und wir begleiten ihn eben dabei. Was ich persönlich auch daran ziemlich cool finde, ist, dass Snorris Saga wirklich durch die gesamte Wasserwelt führt, durch alle Themenbereiche, und man sieht eben auch eine ganze Menge, und das finde ich richtig cool gemacht. Ein Bereich, den man von dort aus sieht, ist auch der Themenbereich Luma Falls. Dieser ist als Grotte gestaltet und dort erwartet euch ein großer Wasserfall, der schon echt cool aussieht. Hierzu will ich jetzt erstmal nichts spoilern, aber ihr werdet überrascht sein, es sieht echt interessant aus. Und außerdem gibt es da die Hauptattraktion dieses Bereichs, das Surf Fjord, ein XXL Wellenbad, was ja auch schon lange vorher bekannt gegeben wurde. Weiter geht es mit einem Bereich, der wieder gleichzeitig eher eine Attraktion ist. Es verknüpft sich halt so ein bisschen, und zwar der Frick Tempel oder wie auch immer. Und dabei handelt es sich um den Outdoor-Bereich von Rolantica. Da gibt es ein großes beheiztes Schwimmbecken, ein Liegestuhlbereich und den Tempel Cook, eine Swim-Up-Bar. Das bedeutet, wenn ihr im Pool schwimmt, könnt ihr einfach an die Bar schwimmen und aus dem Wasser raus eure Hand ausstrecken und kriegt dann was zu trinken. Finde ich persönlich ziemlich witzig und ja, würde ich auf jeden Fall gerne auch mal ausprobieren. Weiter geht's mit dem Themenbereich der Skog-Lagune. Die befindet sich wieder im Inneren von Rolantica und dabei handelt es sich auch wieder eher um eine Attraktion, eben ein Schwimmbecken mit Sprudelliegen am Rand und in der Mitte. Das bedeutet, ihr seht auch gerade ein Bild eingeblendet, man ja, liegt halt auf so Konstruktionen im Wasser, ja, die eben sprudeln. Und das Ganze sieht wirklich sehr gut gestaltet aus, meiner Meinung nach die schönste Gestaltung im ganzen Rolantica-Ding. Also das sieht sowohl auf dem Artwork als auch in der Realität wirklich gut aus, meiner Meinung nach. Und für die, die auch hier wieder Durst bekommen, auch hier gibt es eine Swim-Up-Bar, und zwar die Skog-Bar. Machen wir weiter und schließen wir auch in einem ab mit dem letzten Themenbereich von Rolantica. Dafür gibt es hier wieder einiges zu sehen. Dieser Themenbereich ist der Eisbereich, der mit den Artworks auch schon vor längerer Zeit bekannt gegeben wurde. Und zwar der Winterhall oder die Winterhall, keine Ahnung, was es bedeutet. Und hier gibt es zum einen die beiden Shotgun Falls Eisbrecher, mehr oder weniger klassische Wasserrutschen, die jedoch bei 1,50 Meter über dem Wasser enden und man so einen kurzen freien Fall hat. Also man fällt halt, nachdem man die Rutsche eher klassisch runtergerutscht ist, noch ins Wasser. Ja, so viel dazu. Weitere Attraktionen in dem Bereich sind zum einen die Tornado Wave Winterrit und zum anderen die Mammutrutsche Svalgurrit, beides Viererreifenrutschen, auch von ProSlide natürlich. Auch hier seht ihr ja jetzt ein paar Bilder passend dazu eingeblendet. Die letzte Attraktion dieses ganzen Videos ist die Doppelreifenrutsche Stormwind, bei der man quasi in die sogenannte Cannonball gelauncht wird, dort ein paar Runden rumfährt halt und dann rutscht man eben in der Mitte des Strudels raus. Mit den Wörtern kann man jetzt vielleicht nichts anfangen, aber an den Bildern, die ihr seht, erkennt ihr es vielleicht, das dürfte auch den einen oder anderen aus bereits anderen Wasserparks durchaus bekannt sein. Sieht, finde ich, auch ziemlich cool aus, und das gilt eigentlich für alle Wasserrutschen. Also als ich so davon gehört habe, der Europapark baut einen Wasserpark,
klingt jetzt nicht so interessant für mich. Ich bleibe da lieber bei den Achterbahnen. Das ist zwar auch jetzt immer noch so. Aber nach dem, was ich so gehört und gesehen habe, finde ich schon, dass die Wasserrutschen teilweise echt gut und besonders aussehen und sich auch klasse anhören. Also ich will da auf jeden Fall mal hin und ein paar der Rutschen ausprobieren. Und wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr jetzt mal auf den Link in der Beschreibung klicken, über den ihr dann auf die offizielle Seite von Rulantica gelangen könnt. Und dort könnt ihr auch eure Tickets kaufen, die Öffnungszeiten euch nochmal angucken, weitere Informationen finden, falls Neues bekannt gegeben wurde, Informationen über das Hotel Kronasar finden und das zugehörige Restaurant. Was auch immer ihr noch herausfinden wollt, schaut einfach mal da vorbei. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon für dieses Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ich konnte euch nochmal einen kleinen Einblick in die Welt von Rulantica geben, bevor es dann in wenigen Tagen soweit ist und die Eröffnung dran ist. Viele, glaube ich, wussten beispielsweise nicht, was es für Attraktionen geben wird, weil das eben nur auf der Website aktuell zu finden ist und auch da eher ungenau und ein bisschen merkwürdig beschrieben, mit dem man halt immer noch nicht so viel anfangen kann. Vielleicht konnte ich euch damit weiterhelfen, falls ja und auch wenn nicht, aber euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal hier zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und damit hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao! We'll be right back.